Hallo Österreich, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen bei den Dampfplauderern. Heute zur ersten On-Tour-Folge 2019 und auf den freue ich mich ganz besonders, denn heute geht's zum Manu, zu InSteam nach Salzburg und wir machen einen kleinen Ausflug. Ich schaue ein bisschen was bei seinem Equipment, damit er auch wieder tolle Videos drehen kann. Mehr dazu jetzt und herzlich willkommen bei den Dampfplauderern. So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Dampfplauderer. Ich war jetzt gerade tanken und fahre jetzt dann auf die Autobahn auf und werde den Manu heute ein bisschen unterstützen, sein Equipment ein bisschen checken. Ich bin ja Techniker und der hat mir gebeten, ob ich vorbeikomme und ob wir dann vielleicht zusammen in einen Dampfershop gehen. Und ich habe gedacht, ich begleite das Ganze heute einfach einmal ein bisschen und freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich zeige euch ein bisschen was von der Fahrt. Von Klagenfurt nach Salzburg oder beziehungsweise an die Grenze zu Oberösterreich. So, und damit viel Spaß bei der On-Tour-Folge mit mir. Puh, das wird ein langer Tag, aber ein schöner Tag. Let's make a run together, I'll be by your side before we collide. And if the sky falls down on you, just beat it up before we collide. Let's make it last forever. I'm ready to fly before we collide. And when the sun don't shine on you, just heat it up before we collide. So, ich bin jetzt 20 Kilometer vor Salzburg. Sie lügen, stimmt das? Ja, 17 Kilometer, sehe ich gerade. 17 Kilometer vor Salzburg. Ihr habt es gesehen, wir haben viel Schnee in Österreich, zumindest im Bereich Salzburg. Also wir in Kärnten sind ja schneelos. Und nein, nicht ganz schneelos, aber zumindest viel schneelos. Und ja, ich freue mich heute auf diesen Tag. Mal schauen, was alles passiert. Ich habe natürlich mein Minifit heute wieder mit. Das habe ich gesagt, das ist mein täglicher Begleiter, also fährt natürlich mit mir mit, also eigentlich zwei. Eine liegt gerade im Ladegerät und dieser hier, die dampfe ich jetzt. So, dann habe ich ja nicht mehr viel vor mir und bin hoffentlich dann bald auch bei Manu angekommen, damit wir uns dann einen schönen, dampfmäßig tollen Tag machen und ihr seid mit dabei. So, endlich angekommen nach einer sehr strapaziösen Fahrt über die Alpen, ja, und jetzt auch an einem Bereich, wo kein Schnee ist. Bei Manu liegt kein Schnee mehr. Schön, dass ich endlich die wieder mal treffen kann. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir uns doch schon 8 Monate nicht mehr gesehen. Seit der Hall of Web. Ja, also ist schon eine Zeitl her. Und jetzt haben wir bei Manu zu Hause. Wir werden aber uns da sofort wieder auch wegbewegen. Also das Haus hinter uns ist nicht Manu sein Haus, gell? Doch, doch. Das ist das Nebengebäude, das ist nicht sein echtes Haus. Ich würde gerade sagen, das ist nur das Carport. Ja. Okay, und wir bewegen uns heute wohin dann noch? Salzburg, beziehungsweise nach Freilassing, ins Dampferschmankerl in einem Shop. Werden noch geschwind auf den Weg dort hin, wo es ordentliches Essen gehen. Und ja, dann schauen wir uns, was uns noch erwartet. Genau, also viel Spaß mit uns beiden am heutigen Samstag und es ist doch sehr kalt, deswegen fahren wir jetzt los. Let's make a run together, I'll be by your side before we collide. And if the sky falls down on you, just beat it up before we.
So, wir sind mittlerweile in Bayern gelandet, ja, gehört ja eigentlich zu Österreich dazu, also nehmen wir es einfach mit, ja, ist ja so das 10. Bundesland Österreichs. Beim Manu seinen Stamm Offliner, warum haben wir müssen nach Bayern, Manu? Weil es in Österreich meiner Meinung nach bis jetzt noch keinen Offliner gibt, wo es sich lohnt, mehr wie 10 Minuten sich die Zeit zu nehmen und zu fahren. Persönliche Beratung und Betreuung. Und die, was da hinter der Theke stehen, wissen, was sie tun. Und das ist mir sehr wichtig. Das heißt, man kann da auch Anfänger herschicken und man weiß, man kriegt da sein Zeug. Und darum gehe ich da gerne rein. Und darum habe ich mir gedacht, wenn einmal der Kärntner Kollege da ist, dann schauen wir bei meinem Stamm Offi vorbei. Genau, wir sind in Freilassing, stimmt das? Genau, ja. Freilassing direkt an der Salzburger Grenze. Genau, also wir sind sogar ohne Reisepass da drüber gekommen. Also wie schon gesagt, 10. Bundesland Österreichs. Magst du mal den Menschen vorstellen, der da... Das weiß ich nicht, ob er das will. Weiß ich nicht, will er das? Geh mal hinter die Theke, weil du hast sehr, sehr schüchtern. Kamerafahrt, Profi-Kamerafahrt. Ja, Profi-Kamerafahrt, man sieht das total, ja. Also, bin jetzt nicht der Thorsten, ja, aber ich drehe mal die Kamera, nachdem wir ja das als Vlog machen, ist das sowieso egal. So. Ja, das ist jetzt der Thorsten, gell? Der Thorsten ist mein persönlicher Berater und Betreuer, gell? Hat einen super klassen Laden, vielleicht können wir einen Laden mal ganz kurz zeigen. Also wir wollen eigentlich jetzt, eigentlich sind wir ja gekommen, dass wir zum Kaffee trinken gehen, gell? Aber dass man mal ein bisschen zeigt, und das ist auch der Grund, warum ich da wahnsinnig gern herinnen bin. Nicht nur aufgrund der persönlichen Beratung und Betreuung, sondern auch, weil es halt absolut, ja, ein lässiger Laden ist, ein gutes Sortiment ist. Ja. Okay. Mir taugt's erinnern. Und eigentlich sind wir heute hergekommen, dass wir jetzt gemütlich einen Kaffee trinken, dass du mich quasi besuchst und auf meinem Kanal, ja, gibt es endlich wieder Ton, dank des Kollegen hinter der Kamera, der hat dafür gesorgt, dass er mir das Mikrofon einstellt. Das heißt, ich kann auch wieder Videos machen. Ich bin jetzt auf einem anderen Kanal, gell? Jetzt kann ich nicht einmal sagen, hallo, herzlich willkommen bei den Dampfplauderern. So. Ja, back to 2018, genau, ne? Genau. Ja, jetzt sind wir da in meinem Stammoffliner und wir werden jetzt mal gemütlich einen Kaffee trinken. Ich wollte eigentlich den Thorsten noch fragen, ob er ein paar Schanddaten von dir aufzählen könnte. Nein, kann er nicht. Gibt es keine? Ein paar Schanddaten vom Insteam? Gibt es irgendwas, was wir noch wissen müssen? Über den Insteam? Ja. Nein. Cut! Er soll Gas geben. Gut, Nichts sagen einfach. Wir sind schön genug für die Kamera. Findest? Ja, sicher. Einfach nur winken. Wir trinken jetzt einmal gemütlich einen Kaffee und melden uns dann aus dem Auto wieder, weil heute bin mich ich der Taxichauffeur. Genau. Bei Stuttgart bin ich gefahren, gell? Das ist... Ja, zwischen Stuttgart und Freilassing ist ja fast kein Unterschied, oder? Ist ja nur 2 Stunden Differenz, aber ist ja okay. Stuttgart sind wir auch wieder mit dabei und auch München. Let's make a run together, I'll be by your side before we collide. And if the sky falls down on you. Ja, heute zeigen wir mal den Chef vom Testteam himself, der Christian, der Chef vom Testteam quasi. Ja, und jetzt darf er gleich das neue Liquid beurteilen, und zwar Pudding heißt das, oder? Ja, Banane. Von Lush. Also ich find's Hammer. Machen wir gleich einen Liquid-Test zwischendrin, oder? Ja. Was sagst du? Gute Banane? Gute, süße Banane. Aber süß. Sehr süß. Ich habe es vorher mit etwas anderem getestet. Das ist wie eine geröstete Haselnuss durchgekommen, statt der Banane. Da ist wieder die Banane. Aber es hat was Nussiges. Ja. Kennst du das, Martin? Von Lush. Das ist mir zu süß. Lush. Sehr süß. Das habe ich vorher nicht gekannt. Sehr süß. Da ist wieder mehr die Banane. Aber ich finde es vielleicht ein bisschen süß. Also ich finde es extrem süß, aber ich finde es extrem cool. Aber ich habe gedacht, ich muss euch heute mal an Christian sagen. Letztes Mal habe ich ihn im Büdel eh schon mit einblendet. Der Chef vom Testteam himself. Ja. So. Mittlerweile. Sind wir jetzt wieder im Auto zu unserer Schlussszene zusammen mit Manuel. Wir haben jetzt heute eigentlich bei unserem
bei unserem On-Tour-Special oder bei meinem On-Tour-Special. Bitte seid ein bisschen gnädig mit der Verena. Sie hat sehr viel zum Arbeiten im Moment beruflich und deswegen ist sie jetzt nicht da. Sie wird auch höchstwahrscheinlich wieder in einem Video auftauchen, bevor jetzt wieder drunter ein paar Kommentare kommen. Warum ist die Verena noch immer nicht da? Ist irgendwas passiert? Nein, es ist beruflich einfach ein bisschen Stress und dementsprechend ist sie auch heute nicht mit mir mit. Der Manu war... Sehr schade, dass sie nicht mit ist. Gell, Verena? Ganz liebe Grüße, ich mache halt quasi deine Urlaubsvertretung. Genau, es ist, ich finde so... Nein, das darf ich jetzt nicht sagen, sonst kriege ich wieder Hater-Kommentare. Ruhe, wirst du, ja, kann... Also, wir sind jetzt von Freilassing wieder zurück im schönen Salzburg mit dem Manu. Es war wunderbar. Noch einmal liebe Grüße an den Thorsten, ja, vom Dampferschmankerl. Und, darf ich ganz kurz dazwischen grätschen, auch an die Melanie. Die Melanie ist leider nicht in diesem Video. Die hat genau heute frei gehabt. Da möchte ich stellvertretend die Melanie grüßen, weil die Melanie ist ja mein Oberschatz im Dampferschmankerl. Und jetzt darfst du das weiter sagen wegen dem Thorsten. Aber da wollte ich nur kurz dazwischen grätschen, weil die Melli auch gerade heute nicht da war. Die ist aber ein Traum bei Beratung und alles drum und dran. Super Liquid-Geschmack und trifft auch meinen Geschmack immer. Ja, also auf jeden Fall, ich war das erste Mal in dem Laden und war tatsächlich sehr begeistert. Und ihr wisst es, bei mir ist es prinzipiell immer so, dass ich immer auf die Menschen, die da arbeiten, schaue. Ja? Also Umgebung und Atmosphäre ist eine Sache, aber ich sage immer, die Menschen, die da drin arbeiten, entscheiden. Bei mir immer gehe ich noch einmal in den Laden rein oder das war mein erstes und mein letztes Mal. Es war sehr, sehr nett. Der Thorsten ist ein toller Typ, hat mir sehr viel erzählt, sehr viel berichtet. Es war sehr interessant, vor allem in Deutschland in einem Dampfershop zu sein, nicht nur immer bei uns in Österreich. Vor allem, weil es da eine andere DPD-2 gibt als bei uns. Ja. Und dementsprechend nochmals vielen Dank für jedes Gespräch, das wir heute geführt haben. Wir haben leider das nicht auf Band bannen können. Gewisse Dinge sind dann doch vielleicht nicht immer für YouTube geeignet. Genau. Ja, ein paar unter vier Augen Gespräche hat man dann auch so nebenbei. Manu, die Essenz des Tages, so noch wie viele Stunden mit mir? Ja, es waren ja, also eigentlich ab Mittag bist du bei mir angekommen. Du hast ja schon ein bisschen Vorarbeit geleistet mit deinem Video quasi, glaube ich, beim Rauffahren. Ja. Ja, also ich muss mich persönlich bedanken, dass du vorbeikommen bist. Dieser junge Mann, zumindest die Hälfte von ihm, die was ich noch von Stuttgart kenne, ist extra zu mir raufgefahren, weil ich bei mir am Kanal Probleme habe mit meinem Ton. Ja. Und er hat mir Mikro installiert und Mischpult und weiß nicht was, dass wir endlich wieder oder dass ich endlich wieder einen ordentlichen Ton habe. Dafür hat er extra die Strecke nach Salzburg auf sich genommen. Und ja, und dann haben wir einen lässigen Tag miteinander verbracht. Das war eigentlich der Hauptgrund, sage genau. Ich mal. Und verbunden mit der On-Tour-Folge war das sicher ein lässiges Ding. Und darum haben wir das einfach mit dem Dampfershop ein bisschen mit eingebaut. Ja. Damit man euch natürlich auch ein bisschen mehr, oder ich euch ein bisschen mehr zeigen kann. Wie immer, wir sind Dampfer, wir sind keine Feinde, wir sind auch keine Konkurrenz, wir sind Kollegen. Sag ich, glaube ich, schon seit einigen Videos. Ja. Bei Manu ist das ganz klar. Abonniert den InSteam. Link in der Videobeschreibung, das sagen so viele, ich muss ja, das sagen. Ja, Link in der Videobeschreibung, das ist modern jetzt. Link in der Videobeschreibung, ja. Auch also die Facebook-Seite meiner Mutter. Und meine Einkaufsliste, warum ich so schlank geworden bin, habe ich auch noch eine. Ja? Genau, die Einkaufsliste und meine Tante bitte, noch meine Mutter und meine Oma, auch ist auch verlinkt, die hat auch einen YouTube-Kanal. Alles abonnieren. Genau, Facebook-Profil von seinem Sohn und die Katze, ja, genau, wird auch noch die Katze auch noch, ja, abonnieren. Alles kommt rein. Alles abonnieren. Manu, ich sage danke fürs mit dabei sein im Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die Fahrt nach Hause mache ich jetzt da noch zum Schluss. Ein paar Bilder, es ist zwar schon sehr dunkel, aber ein bisschen was werde ich sicher noch auf Band bannen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dann gibt es wieder ein Review von was auch immer. Lasst euch überraschen. Vielleicht auch mit Verena, werden wir sehen. Wenn nicht, dann mit mir. Seid, wie schon gesagt, nicht böse, falls es anders sein sollte. Kann ich heute noch nicht sagen. Ich sag danke, Manu. Ich sag auch danke. Ich sag danke euch da draußen. Jetzt gibt es noch kurz ein bisschen was von der Fahrt. Vielleicht mir auch noch einmal ein Bild. Mal sehen, im dunklen Filmen ist es ein bisschen schwierig. In diesem Sinne, macht es gut. Bleibt uns gewogen. Wave on Austria. Und tschüss. Tschüss. Let's make a run together, I'll be by your side.
before we collide. And if the sky falls down on you, just beat it up before we collide. Let's make it last forever. I'm ready to fly.